Moin, ich bin der Marcel und ich bin seit 2017 bei der Deutschen Windtechnik. Ich bin Mamadou, ich bin seit März 2022 bei der Deutschen Windtechnik. Ich bin gelernter Dachdecker und bin somit Quereinsteiger und habe mich 2015 weiterbilden lassen. Ich bin gelernter Elektroniker für Betriebstechnik und seit 2016 unterwegs als Servicetechniker. Unser Arbeitsalltag sieht so aus, dass wir im 14-14-Rhythmus arbeiten, 14 Tage arbeiten, 14 Tage frei. Der Tag fängt morgens um 6 Uhr an, danach haben wir einen Toolbox-Talk und fahren dann raus mit dem Schiff oder mit dem Heli, je nachdem was anliegt. Wir normale Servicetätigkeiten haben, dann mit dem Schiff, falls wir einen Troubleshooting-Einsatz haben mit schlechtem Wetter, dass wir mit dem Heli rausfliegen. Meine Familie ist auf jeden Fall sehr stolz auf mich, dass ich so weit geschafft habe. Ja, dass ich auch in eine Richtung arbeite, was man erneuerbare Energie sagen kann. Bei mir ist das auch so. Freunde und Bekannte staunen dann doch schon sehr darüber, wie das denn da so abläuft bei uns im Offshore-Alltag und wie das allgemein draußen aussieht, weil sie sich das ganz anders vorstellen. Ist auf jeden Fall sehr spannend für die. Am meisten mag ich an dem Job, dass wir die Vielfalt haben, die Abwechslung und dass es sehr aufregend ist. In der Windbranche muss man auf jeden Fall Flexibilität haben und Höhentauglichkeit und Offshore besonders seefest sein. Wenn du Interesse hast, bei der Deutschen Windtechnik Offshore zu arbeiten, bewirb dich einfach, egal ob du Quereinsteiger bist, ob du gelernter Elektriker bist oder Mechaniker, ob du die Ausbildung bei der Deutschen Windtechnik machen möchtest, bewirb dich.